Ready? Oh, er hat schon angefangen. Oh mein Gott, es geht weiter mit. Welche Folge sind wir jetzt? Folge Nummer 4, 5, 4. Nein, 4 war die letzte, die hochgeladen Fünf. wird. 5, boah, 5 Folgen. Also der Podcast nimmt gerade gut was an. Ey, der nimmt gut Lauf. Also ich bin stolz drauf. Ich bin auch froh, dass ihr auch so Bock drauf habt. Das finde ich gut. Ich bin auch froh, dass ich hier so ein stabiles Team habe. Also da erstmal auch 5 Folgen sind jetzt nicht die meisten, aber trotzdem, das zu stemmen Ist ist schon mal ein was. guter Anfang. Ist ein guter Anfang, also Shoutout da auch raus an Julian und Jano, die immer hier dabei sind und immer mithelfen. Auch an die Besuchenden, die immer hier waren. Das war total nice. Und jetzt haben wir wieder ein paar hier. Ja, Julian! vor allem, wenn man ein bisschen angeschlagen ist, kommt man trotzdem, um den Podcast weiterzumachen, ne? Naja, wegen deinem Fuß. Ja, Mittelfußbruch, aber Kopf hoch. Es geht immer weiter, das Leben geht weiter. Und wen haben wir noch dabei? Die Suki, Hi die einzig wahre Leute! Suki. Es geht ab, Yes, Leute! yes, yes, yes. Wir haben immer wieder neue Besucher. Letzte Folge war Risa da. Dann davor die Folge war Jan kurz da mit Emil. Also tatsächlich immer wieder neue Besucher, die hier reinkommen, feiere ich immer wieder neue. Ja, vor allem da spricht sich rum, ne? Das spricht sich rum, A. Das finde ich halt cool. Das ist halt ziemlich stylisch. Und B ist halt auch das. Ach, wie heißt das? Dass man auch immer was Neues hat. Das heißt, man hat nicht Richtig. immer wieder das Gleiche Man und hat das nicht immer die Gleiche. gleiche Person in der Folge, man hat immer Eben. unterschiedliche Personen in der Oh, ein Folge. bisschen das Mikro nach hinten, weil du hast eine laute Stimme. Man hat halt Kennst du immer, das hier, wenn es ein bisschen man laut hat ist? halt Ja. unterschiedliche Leute, Stimmen, alles. Ja, finde ich total geil. Wie geht's dir? Gut, ganz Ja. gut. Wie geht's euch so? Ja, wie Ja, gut, findest du ne? es? Wie findest du es, hier zu sein? Krass. Wie findest du es, deine Stimme durch die Kopfhörer zu hören? Ist anders, ne? Boah, ja, Das ist Mann. anders, ne? Geil. Für den Anfang ist es ja auch ungewohnt. Janelle und ich, weil Janelle und ich haben ja schon ein paar Folgen aufgenommen. Am Anfang war das ziemlich merkwürdig, aber mittlerweile bin ich ja so dran gewöhnt, so meine Stimme auch zu hören. Wenn man das so oft macht, tatsächlich Ja, geht für das. mich ist es jetzt auch Krass, das erste Mal Alter. jetzt mit dem neuen Setup jetzt hier, mit den Kopfhörern alleine schon. Das haben wir in den Ferien geholt, tatsächlich. Ja, das habe ich noch gar nicht getestet. Ist es jetzt auch ungewohnt. Ist die erste Folge, die ich jetzt mit aufnehme, mit diesen Kopfhörern. Mich selber zu hören, ist auch ein bisschen ungewohnt, aber somit weiß man, wie man redet. Die Ja, das ist doch Lautstärke, cool, ne? alles. Ja, eben. Deswegen, das ist halt auch wichtig, damit wir da auch immer einen Immer guten gut Ton drauf drauf haben. gucken können und wegen dem Ton. Wie fühlt sich das an, in so einem Podcast zu sein? Wie fühlt sich das an, wenn du weißt, bald, paar Tagen, eine Woche, kommt das Video auf YouTube und du weißt, das können alle Leute hören, die auf diesen Kanal klicken. Nicht schlimm. Ich hoffe, ihr folgt mich alle auf Instagram. Also sagen wir mal so, ne, also der Account, also ich mache ja selber Werbung auch für euch. Habe ich gesehen. Danke dafür erstmal. Kein Problem, immer gerne. Hallo, für die beste Freizeitstätte immer. Ich gehe jetzt, komme jetzt hier schon knapp 9,5 Jahre hin. Seitdem ich schon denken kann, wollte ich hier rein. Ehrlich. Seitdem ich denken konnte, habe ich immer zu Mama gesagt, wo meine älteren Geschwister hier reingekommen sind: Ey Mama, ich will hier rein. Mama, ich will hier rein. Mama, Ja. ich will hier rein. Tja. Und dann nach einer Zeit sagte die Birgit zu mir: Du darfst heute rein. Heute ist der Zeitpunkt, wo du rein darfst. Na cool, ne? Ja, und dann ging es ab hier. Und ab da war keine Ruhe mehr in dem Haus. Ja. Aber mittlerweile geht's wieder. Ja, das ist. Du bist ja auch. Was heißt erwachsen? Du bist 15. 15, ich werde 16. Ja. Ich meine, wärst du jetzt immer Man noch so ein kommt Unruhestifter? so langsam in die Phase rein. Ja, also wärst du immer noch so ein Unruhestifter, dann würde ich mir Sorgen machen. Wie lange kommst du jetzt ins Kess? Jetzt? Ja. Schon 3 Jahren? Drei Jahre, Ja. krass. Okay. Wie findest du es hier? Nice. Krass. Cool. Kann man machen. Krasse Kann man machen, Leute. muss nicht. Krasse Leute, nette Ja. Leute. Ja. Ja, wir haben auch eine kleine Vorstellungsrunde gemacht. Julian, du bist ja meistens hinter dem Mikrofon, sage ich mal so. Der Regie zuständig. Jetzt gerade ist es der Döner. Der Gianello, der sich gerade um die Regie kümmert. Und was haben wir heute als heutiges Thema? Das heutige Thema, ich liebe das. Also ich hatte das in der Uni. Interkulturelle soziale Arbeit hatte ich in der Uni und ich habe es geliebt, dieses Thema. Und ich werde es, glaube ich, bis in den Tod hin lieben. Und bei uns, wir sind ja von der Stadt Dortmund. Die Jugendpreisstätte Westerfilde ist ja von der Stadt Dortmund im Jugendamt. Und eine gewisse Abteilung von uns, das Respektbüro, schreibt gerade ein Konzept zur internationalen Kinder- und Jugendarbeit. Ja. So. Und ich finde das total interessant, weil das ist eigentlich total nice,
Denn auch vom Bürgermeister, der Stab bemüht sich darüber, Partnerstädte zu machen in anderen Ländern. Wisst ihr, was so Partnerstädte sind? Ja. Genau, also ne, für die, die es nicht wissen, das sind halt quasi Städte, ja, wie es der Name sagt, Partner von Dortmund zum Beispiel, mit denen es dann so einen Austausch geben kann von Kindern und Jugendlichen, meist eher so von Jugendlichen. Und es erfolgt dann quasi so ein Austausch, damit die Jugendlichen von hier quasi, die hier in Deutschland auch groß geworden sind, eine andere Kultur lernen und die Jugendlichen von den anderen Ländern dann hier die Kultur kennenlernen. Man lernt, was haben wir denn hier zum Beispiel, was hat Dortmund, was bietet Dortmund, wie ist es so hier zu sein, hier zu leben, dann sehen die halt so die ganzen Sachen. Und ich finde das Thema sehr interessant. Ich finde das Thema an sich Interkulturalität. Ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt, aber allgemein die Kulturen aller Welten finde ich einfach sehr, sehr interessant. Du bist ja Italienerin. Ja. Italienerin. Julian, du bist Deutsch. Pur Deutscher. Pur stolzer, Deutsch, genau. Stolzer Deutscher. Ja, und ich bin Grieche und ich finde halt die Werte, die Normen und so, finde ich total interessant. Und dieses Konzept der internationalen Kinder- und Jugendarbeit, was jetzt auch geschrieben wird, finde ich total cool, dass halt solche Sachen gemacht werden. Jetzt meine Frage an euch, habt ihr mal was davon gehört? Außer jetzt von mir. Nein. Nee, noch nicht. Also das erste Mal habe ich das von dir gehört, wo wir zum Almapark gefahren sind. Ja, da habe ich euch ja ein bisschen was davon erzählt. Da hast du uns eine Kleinigkeit davon erzählt. Mhm. Ich war von der ersten Sekunde war ich davon begeistert, weil das so eine tolle Idee ist. Vor allem, es macht ja auch nicht jeder sowas. Und nee. Von daher muss man einfach nur sagen, sowas ist einfach nur eine tolle Idee. So wie italienische Jugendliche können dann mal sehen, in Deutschland. Boah, guck mal, was Dortmund alles hat. So, Dortmund ist in der Hinsicht viel intensiver in der Hinsicht jetzt mit der Elektronik oder sag ich jetzt mal einfach nur so. So wie wir Italiener. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie die so weit sind. Ja, Länder, ich sag jetzt einfach mal nur so. Ja, so als Beispiel, ja, klar. Als Beispiel. Es geht ja darum, an sich erstmal so Beziehungen zu pflegen, dass genau. Janel schreibt uns eine Nachricht. Ja, das ist so eine Art Schüleraustausch, kann man das so nennen. Und das ist halt auch an sich so, nicht nur Schüleraustausch, das ist an sich auch, um Jugendliche kennenzulernen aus anderen Ländern, um zu sagen, wie ticken die denn? Und halt auch so zu zeigen, wie ist deren Kultur und zu sehen, wie du tickst, Julian, als hier groß geworden in Deutschland und wie du, Suki tickst, hier, bist du hier von Italien hier hingekommen oder wurdest du hier geboren? Nein, ich wurde hingekommen. Okay, du bist ein Junge, wie du halt so als Italienerin hier in Deutschland tickst. Und das ist halt Multikulti. Sag ich mal jetzt ganz kurz, Mann. Ja. Und das ist halt so ein Ding. Und ich finde das total nice, weil es sollten mehr solche Projekte geben. Und ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, im Leben sind Beziehungen ziemlich, ziemlich wichtig. Und Beziehungen im Sinne von Beziehungen zu knüpfen zwischen Menschen, ob es Freundschaften sind, ob es, egal was für Beziehungen jetzt sind, ne? Das ist halt ziemlich wichtig und das finde ich halt total nice. Und da wollte ich euch an sich nochmal fragen, was habt ihr so für Wünsche an so etwas? Was würdet ihr, wenn so etwas stattfindet, was würdet ihr gerne haben? Ja, sagen wir mal so, so wie ich schon gesagt habe, mal nach Italien, um mal Italien kennenzulernen. Weil mir wird sehr oft gesagt von Freunden, die da Urlaub gemacht haben, so wie in den Sommerferien, boah, Italien ist so schön. Ich hätte niemals gedacht, dass Italien so schön ist. So, und da denke ich mir nur so, da musst du auch mal hin. So, aber was ich mir nur denke, haben die da auch eine Jugendfreizeitstätte? Was ich mir jetzt so denke, weil gute da würde ich dann, weil ich als Urlauber würde dann auch immer da reingehen, um zu gucken, wie es bei denen im Haus dann so abläuft. Ja. Weil das wäre ja auch mal interessant zu gucken und zu erfahren, wie läuft es bei dem im Haus ab. Weil wir wissen ja, also wir von der Jugendfreizeitstätte Westerfilde wissen, wie es bei uns im Haus abgeht, aber wissen jetzt ja nicht, wie es
sag jetzt mal, in Italien in den Häusern bei der Jungen Franziskus aussieht. Dann müsste es eigentlich in der Freizeitstätte geben. Dafür kann ich antworten. Ja, guck mal, wir haben ja die Italien. Also, ne? Ja, also, dafür kann ich antworten, das ist nicht so genau wie bei uns. Mhm. Aber kannst vieles machen, zum Beispiel Podcast, diese Sachen, bei uns gibt es sowas nicht. Mhm. Du kannst nur Billard spielen, mit Leuten singen, Karaoke, ich weiß nicht, wie ihr sagt. Ja, müssen wir auch mal machen. Das haben wir, wir haben Billard. Das geht, da geht nichts viel ab, so wie bei uns eigentlich. Okay, also ja. Das sind dann quasi so, also kleinere Kinder- und Jugendtreffs, wo man halt wirklich eher so Tischtennis, Billard spielt, also so kleiner gehalten, eher schlichter gehalten. Da wird halt wahrscheinlich nicht, ich weiß nicht, fließt da, denkst du, dass da viel Geld reinfließt? Nee, ich glaube nicht. Eher weniger. Also, das ist halt, wie sehen die denn da aus? Die Freizeitstätten an sich? Groß, auf klein, jeden Fall gar Mitte. Keine Häuser. Das sind keine Häuser. Okay. Da sind so einfach so wie ladenmäßig. Du gehst da rein, einfach zu klein. Das ist nicht so groß. Das heißt, unsere Halle oben im Kess ist. Ja, genau so. Bisschen größer, aber. Bisschen größer. Aber das war's dann. Da gibt's nicht oben oder unten. Das war's. Nein. Nur in dieser Halle. Ja, okay, krass. Ja, also. So wie man kann auch in Italien. Schön Pizza essen. Ja, das sagt Gianni gerade. Ja, so, aber jetzt mal davon abgesehen. Jetzt mal davon abgesehen, aber man kann ja. Man kann ja auch mal in Jobs in Italien reinschnuppern. Ja, klar. So, was man hier ja auch schon gemacht hat. Ja, so wie bei der Polizei, bei der italienischen Polizei. Da weiß ich nicht, wie das so ist, aber so in Jobs allgemein. Allgemein mal reingucken, in Bürojobs in Italien oder so generell so. Also, das sind da interessiert sich auch. Also mich interessiert so, wenn ich da sein würde, die Jobarten, wie die da leben. Und das würde mich halt interessieren, wie die da leben, wie die Jobarten und so sind. Das würde mich persönlich interessieren, was in den anderen Ländern so abgeht. Deswegen interessiere ich mich halt so sehr an diese Aktion. Ist alles gleich. Ich hab so Durst. Ich hab so Durst, ey. Ja, was ist da los? Du kannst ja dazu antworten. Das ist alles gleich. Arbeit genauso. Alles gleich, Bruder. Da ändert sich nichts. Ja, okay. Aber das kann man halt so sehen. Du kannst es. Du weißt das? Ja. Aber es ist, glaube ich, auch anders, wenn man das miterlebt. Vor allem an sich finde ich halt schön bei solchen Austauschen. Sehr Austauschen? Oh, mein Deutsch heute, ich bin fertig. Austausch. Ja, bei so einem Austausch, genau. So ein Austausch findet zum Beispiel im Oktober jetzt statt, wurde mir gesagt. Und da kommen halt ukrainische Jugendliche. Und ich finde das halt dementsprechend schön, weil die sehen an sich auch die Kultur, unsere Kultur. Ne? Wir sind, in Deutschland ist eine sehr, sehr starke Verbundenheit mit Fußball. Ne? Auf jeden Fall. Das hat man in drei weiteren europäischen Ländern, wo es so stark ist, wie ich so das miterlebe, also so Italien, Spanien, Frankreich und England, wo das so, so stark ist, in anderen Ländern halt eher weniger. Es gibt natürlich auch Länder, wo auch starke Fußballkultur ist, aber ich erlebe das halt in Deutschland, dass sehr starke Fußballkultur ist. Ne? Jede zweite Person, die ich kenne, spielt Fußball und liebt Fußball zu gucken. Genau, das ist halt wie bei den Amerikanern das American Football. Richtig. Ja. Genau, ne? Das ist halt auch so ein kulturelles Ding von denen und das ist bei so einem Austausch auch immer interessant und auch zu sehen, wie andere Länder ticken und das passt auch perfekt zur letzten Folge. Wie auch die Menschen bei den anderen Ländern ticken und warum die so ticken, weil ich ticke anders als du, richtig. Julian, und ich ticke auch bestimmt auch anders als du. So, weißt du, und das ist halt auch so ein Ding. Ja, deswegen finde ich das halt auch ziemlich wichtig, da so eine Art quasi Sensibilisierung zu machen. Zu sagen, ja, wie ticken die denn, die da wohnen? Weil ich meine, ich bin jetzt auch hier, ich bin zwar Grieche, aber ich bin in Deutschland groß geworden. Ne? Ich habe halt das Ganze von Deutschland, das ganze System Deutschland, habe ich alles mitbekommen und ich weiß ja, wie das ist. Wie ist es aber, wenn jetzt nämlich auch ein anderes Land außerhalb von Europa, wenn ein Chinese hinkommt, der in China aufgewachsen ist und das System China mitbekommen hat. Wie ist es denn, wenn er hier hinkommt? Witziger Funfact, da habe ich mich sogar letztens mit einem, was ist jetzt ein Jahr her, da habe ich mich mit einem Mann unterhalten, der dort gelebt hat. Der hatte ein paar positive Sachen zu sagen. Also so sagen wir mal so, ich habe ja sowieso jetzt vor, meine Sportart zu wechseln, von Fußball zu Football. Ja, zu den Giants. Am Hirschpark hier bei uns. Hm. Die waren ja auch in den Sommerferien hier. Man hat man konnte mit dem spielen. Ja, Football. So, und das interessiert mich mehr wie Fußball. So, weil
vor allem alleine schon wegen meinem Fuß, der ist momentan sehr anfällig, was mit dem Bruch angeht. Ja, aber das kann beim Football schneller gehen. Ne? Das heißt, ist mir klar, aber beim Fußball ist mir das jetzt schon zweimal passiert, dass er angebrochen war. Mhm. So, und ich war, glaube ich, jetzt viermal bei Probetraining bei denen. Mhm. Und bis da hatte ich nie Schmerzen. Beim Fußballtraining immer Schmerzen gehabt. Ja, okay. Also beim Probetraining da bei den Giants oder was? Mhm. Okay, krass. Und da habe ich sofort gesagt, ich wechsle die Sportart. Ja, warum? Tausendmal besser. Und da würde mich dann auch interessieren, wenn wir nicht nach Italien gehen würden, sondern nach Amerika. Mhm. Amerikanisches Football. American Football. Also da willst du mal miterleben, wie das so ist, quasi, wie das bei den Colleges ist. Richtig. Das heißt, so wie ich es bei dir miterlebe, jetzt zusammengefasst. Wie es mit einer Highschool ist. Ja, aber so, wie ich das bei dir jetzt so miterlebe, was du jetzt so erzählt hast, Julian, ist so zusammengefasst, dich interessiert das Bildungssystem und das Arbeitssystem anderer Länder. Das heißt, wie ist die Arbeit dort und wie ist die Schule dort? Und jetzt, wo du es halt auch Amerika angesprochen hast, denke ich mal, interessiert dich Sport. Das College, interessiert dich die High School, interessiert dich mit dem American Football, wie die damit umgehen, wie du. Ja, also das sind so Interessen, die du dann dementsprechend hast. Okay, wie ist es bei dir? Was hast du so für Interessen? Weil ich gucke ja auch momentan sehr oft American Football auf Netflix, YouTube, alles. Mhm. Weil ich bin ja momentan zu Hause gebunden. Ja. Ich darf 2 Wochen nicht in die Schule gehen. Aber. Warte, wie ist bei dir? Der hat Luxus jetzt, weil er zu Hause ist. Ja, Luxus sei ich jetzt nicht. Also, das Bein gebrochen zu haben oder Mittelfuß? Ja, der 5. Mittelfußknochen ist angebrochen, die gleiche Fraktur wie letztes Jahr. Wie nice das jetzt ist, weiß ich nicht. Also, ich würde lieber keinen gebrochenen Fuß haben und tierfrei rumlaufen. Ja. Wie ist bei dir, was wünschst du dir so von so einem Projekt? Also. Was erwartest du? Was würde dich nerven, sage ich mal, bei so einem Projekt? Und was würdest du feiern bei so einem Projekt? Also nerven nicht. Ich habe das erstmal anders verstanden, aber jetzt habe ich verstanden, was die eigentlich verstehst. Ja, das ist eigentlich krass, finde ich. Hm? Ja, die kann man machen, muss man aber nicht. Ja, wer will, will. Wer nicht, dann nicht. Aber ich finde das herbe schön, zum Beispiel jetzt, wir machen so mal eine kleine jugendliche Gruppe und wir gehen mal in ein anderes Land. Sozusagen, ja. Und dann einfach so zu chillen, die ist das, kann jetzt, man machen. Das Ziel ist es auch, jetzt zum Beispiel mit dieser ukrainischen Gruppe, die kommt, da ist es das Ziel, dass auch Jugendliche von hier aktiv mit denen mitgehen und denen halt das auch ein bisschen zeigen. Das heißt, nicht wir als Erwachsene zeigen denen das, sondern wir nehmen Jugendliche mit, die denen das zeigen. Die Jugendlichen zeigen anderen Jugendlichen etwas. Und das ist auch das Ziel dieser Sache. So, ne? Und wie würdet ihr so das sehen? Würdet ihr das gerne machen wollen, wenn Jugendliche mal hinkommen aus anderen Ländern? Ja, natürlich, ja. Dass ihr den mal zeigt. Da kann man seine Fremdsprache als Deutscher verbessern. Ja. Ja, ja. Ne? Und dann hört man auch, wie eine andere Sprache ist. Man erlebt auch andere Kulturen mit. Und ja. Man lernt auch deren Kulturen, die lernen unsere Kultur. Eben, das ist halt wichtig. Man kann ihnen halt vieles beibringen und man kann halt vieles lernen. Deswegen finde ich kulturelle Sachen finde ich immer sehr interessant. Da war auch letztens Emil hier. Ich weiß nicht, ob du Emil kennst. Eine Mitarbeiterin von Lüdo. Die war auch mal im Kess. Ich glaube, du kennst sie. Ja, ja, genau. Also ich kenne gefühlt alle Mitarbeiter von Lüdo. Also alle, die doch, hier waren. Ja, aber die neue? Nein. Emil war schon, wie lange ist es jetzt her, dass sie hier war? Ein Monat? Nein, nicht, sie war letzte Woche hier. Ich meine allgemein, wo sie hier, sie hat, glaube ich, ihr Praxissemester hier gemacht. Sie hat ja, stimmt. FSJ ja, hat sie, glaube ich, hier gemacht. Das ist schon etwas länger her, ne? Ist schon etwas länger her. Genau, und genau, sie war halt auch hier. Sie arbeitet jetzt in Lüdo und sie feiert das total, über Kultur und so zu reden. Wenn sie mal wiederkommt, dann hole ich dich, Julian, oder den Gianello oder euch beide einfach mal hier rein und wir reden über dieses Thema wieder, weil das ist ziemlich interessant und man sollte das publiker machen, weil solche Projekte gibt es nicht oft und solche Projekte sind halt wirklich interessant und wirklich nice. Ja, und damit sind wir schon bei 20 Minuten. Ey, wie schnell das geht. Ey, ich krieg das gar nicht mit, wie schnell die Folgen einfach gehen. Ich auch nicht. Hammerhart, ja. Das ist normal. Das ist unnormal. Wie fandet ihr es, hier zu sein? Nicht da. Bei Pause, bei Stopp musst du gleich drücken, Gianello. Nee, nicht da. In der Mitte. Genau, aber nicht jetzt, gleich. So, ein paar Regieeinweisungen gegeben. Wie fandet ihr es, hier im Podcast zu sein? Du warst jetzt ganz neu. Boah, krass, ey. Ich finde das so herbe, krass, meine Stimme zu hören, so reden, so entspannt mit diesem Stuhl hier. Ja, ist schon cool, ne? Herbe geil. Wir holen uns, ich überlege mir auch, 3 Sessel zu holen und größere Sessel. Das heißt dementsprechend auch
Sessel mit so einer Fußablage, damit man das wirklich gemütlich hier hat. Und dann drei, damit ich sitze gerade hier auf dem Hocker. Wenn man nicht auf dem Hocker sitzt, sondern mit einem Mikrofonständer. Einfach hier in der gemütlichen Runde. Ne, jetzt haben wir auch Trinken dabei, dann können wir auch Trinken und so machen. Das ist halt. Genau, ich mache es noch etwas gemütlicher. Ja, aber ich fand es cool. Ja, Mann. Ja, ich mache es auf jeden Fall noch einmal. Sehr schön, das will ich hören. Also sagen wir mal so, ne, ich bin, wie gesagt, immer und immer wieder überzeugt von dem Podcast, weil es ist einfach nur. Wir sind gleich fertig. Es ist einfach nur schön, hier zu sein, in dem Podcast von. Alleine schon vom Case. Case ist auch immer schön hier reinzukommen. Und was mich auch noch freuen wird, wenn das hier alles schön eingerichtet ist, dass man dann auch vielleicht bald mal mit einer Kamera einen Podcast machen kann. Ja, das können wir mal überlegen, können wir machen. Ich setze mich jetzt auch ein bisschen mit der Technik, mit der Kameratechnik auseinander und dann müssen wir das machen. Wir haben ja hier einen Greenscreen hängen und dann kann man einen schönen Hintergrund machen. Ja. Kommt ein bisschen Bürokratiearbeit auf uns zu, aber das richtig, ist nicht schlimm, aber das kriegen wir gerne. Das kriegt man alles hin. Das krieg ich nicht. Du, das, ja. Du, aber okay. als Team vom Podcast, sage ich jetzt einfach mal. Yes. So, damit sage ich mal, danke, dass ihr hier wart. Kein Problem, immer gerne. Immer gerne. Wollt ihr einmal Tschüss sagen? Wollt ihr jemanden grüßen? Ich bedanke mich und folgt mir alle auf Instagram julian_fifio_do. Ich bedanke meine Mutter, meine Familie dafür, dass du mich geboren haben, mich groß erzogen haben. Ich begrüße meine Oma. Ich begrüße Julian. Ich grüße Suki. Okay, ich danke. Grüße Strato. So, Leute, wir sehen uns. Schönen okay. Tag noch. So, ciao. Danke fürs Zuhören. Ciao. Okay, drück auf Stopp.